vorne rein und denke sofort, okay, sowas, sowas darf es nicht geben, so ein Ort darf es nicht geben. So, ne? Wir werden wahrscheinlich niemals irgendwie auf irgendeiner Wiese stehen und in ein paar Wochen Kehle durch und weg damit. Aber es ist trotzdem schön, dass wir gleich zumindest ein paar Leben hier rausholen können, in ein echtes Leben. Massenanlage von Wiesenhof, also der PRW-Gruppe, ist es halt irgendwie schon zu wissen, okay, wir zeigen das der Welt da draußen und hoffen, dass es was verändert und auch nicht dabei stehen bleibt, sondern dass irgendwie genau Menschen diese Bilder sehen und wir zusammen auch merken, okay, wir sollten was dagegen machen, das ist irgendwie dringend und genau im Idealfall schlägt sich diese Trauer und die Wut dann auch irgendwie um in Hoffnung, genau. Kraft was zu machen. Hoffnung, irgendwie. Kraft was zu machen, ja. Genau. Ja. Also ich glaube, so weit ist es doch gar nicht mehr, ne? Sagen so circa 10 Tage. 10 Tage und wie alt werden die jetzt, wenn wir sie hier lassen? So 30 bis 40 Tage. Also das heißt, sie haben ein Drittel ihres Gewichts geschafft. Wie viel Gewalt es diese Gesellschaft im scheinbar irgendwie Verstecken gibt. Nur damit Unternehmen wie die PAW-Gruppe weiter irgendwie Milliarden scheffeln können und das Leid und das Elend geht irgendwie immer weiter. Die wollen hier nicht sein, die wollen hier nicht leben und die wollen auch nicht so viel sterben. Und es sind dieselben Unternehmen, die verantwortlich sind für dieses Tierleid, verantwortlich sind für die Klimakrise, für die Ausbeutung von ArbeiterInnen. Es sind dieselben Interessen, die dahinter stehen. Wie die Zierhänge in diesen Orten sind? Ich glaube, das Unangenehmste finde ich gerade die Vorstellung, dass wir uns gleich, also sowas wie entscheiden müssen, welche Tiere wir mitnehmen, weißt du? Ich denke, in diesem einen wesentlichen Punkt, dass wir irgendwie Leid und Schmerzen empfinden, sind wir uns halt super ähnlich. Und ich finde, das ist halt also für mich total spürbar an so, ja, an diesem Ort und auch so dieses Gefühl, was ich damit verbinde, okay, das, ich komme hier rein und denke sofort, okay, sowas, so etwas darf es nicht geben, so ein Ort darf es nicht geben. So, ne? Wo ich irgendwie ein gebrochenes oder kaputtes Bein habe. Das ist auch viel kleiner als die anderen, weil es wahrscheinlich schon gar nicht mehr wirklich ans Essen oder das Trinken vielleicht rankommt. Scheiße. Wenn du so einen Vogel auf der Straße finden würdest, würde ja jeder Mensch sagen, hey, ich würde dich auf jeden Fall einbringen, ich bin jetzt Tierarzt. Ich kann total verstehen, auch wie Menschen hier arbeiten und das einfach hart durchziehen, weil du einfach, wenn du es ausschalten willst, dann siehst du halt auch nur noch die Fleischklumpen, die hier rumlaufen. Aber halt, wenn dann ein Tier irgendwie kleiner oder kränker ist, wir werden wahrscheinlich niemals irgendwie auf irgendeiner Wiese stehen und in ein paar Wochen Kehle durch und weg damit. Aber ich finde es trotzdem schön, dass wir gleich zumindest ein paar Leben hier rausholen können, in ein echtes Leben.